Cheers, mein Name ist Pynex und herzlich willkommen zu Shadow of the Death. Das gucken wir uns heute an und wir starten mal direkt in eine neue Runde. Ich habe schon so 3-4 Runden gespielt. Hier habt ihr verschiedene Charaktere, die ihr spielen könnt. Einmal sowas wie so ein Ritter-Paladin, dann hier wie so ein Samurai, den habe ich aber noch nicht freigeschaltet. Dann einen Schurken, dann einen Bogenschützen und hier eine Magierin. Wir spielen heute mal den Rittersmann, weil der so ungefähr so ein bisschen so der Standardcharakter ist, mit dem man auch anfängt. So, man sieht dann hier vom Optischen schon, das ist anders. Wir sind direkt von oben zu sehen und das Ganze ist ein Roguelite-RPG. Und wir müssen hier im Endeffekt Gegner schnetzeln, wir müssen Ausrüstung sammeln, unsere Fähigkeiten verbessern. Es gibt auch so gesehen passive Fähigkeiten, die uns zum Beispiel Feuerschaden geben oder Kombinationen verbessern von Schlägen oder uns einfach ein bisschen bessere Lebenspunkte geben. Also ein Kram. Aber wir gehen das Ganze einfach ganz entspannt an. Das hier ist ein Teleportpunkt, da können wir uns immer hin teleportieren. Und hier haben wir schon zum Beispiel eine Truhe, wo zunächst erstmal ein besseres Schwert drin ist. Und man sieht, man hat hier bestimmte Fähigkeiten auf den Waffen selber. Auf unserer alten Waffe zum Beispiel ist Erdbeben. Das Schild heben und mit aller Kraft auf den Boden schlagen, um nahegelegene Feinde 2 Sekunden zu betäuben. Das heißt, das ist ein Stun, das ist schon ganz nett. Und auf dem anderen Schwert ist praktisch dich drehen, um nahegelegene Feinde anzugreifen. 200% mehr Schaden zugefügt. Und hier seht ihr auch die Stat-Verbesserung in grün. Das heißt, das Schwert werden wir mal ersetzen. Das alte können wir für Geld verscherbeln. Es droppen dann hier auch so Fiolen für Mana und für Leben zwischendurch, damit man auch so sich manchmal hochheilen kann. Die Besonderheit von unserem Charakter ist jetzt, wir haben ein Schild, das heißt, wir können mit Rechtsklick blocken. Wir können aber auch aktiv parieren. Ja, das heißt, wenn uns jetzt jemand angreift, dann seht ihr dieses grüne Leuchten. Dann können wir aktiv parieren und haben dadurch einen Vorteil. Oh, das ist jetzt so ein Eventraum. Da wird man praktisch eingesperrt. Und dann muss man erst alle Gegner hier drin besiegen, ehe man rauskommt. Aber die sind ganz nice. Ich kann, wie gesagt, auch ausweichen. Ich kann blocken. Kann aber auch wie so ein Power Bash mit meinem Schild aufladen. Da blocke ich und kann danach aber eine Attacke ausführen, die ein bisschen mehr Schaden macht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, nach einem Dash zu attackieren. Dann mache ich wie so einen Stich nach vorne und habe nochmal eine ganz andere Kombo. Das heißt, ich habe Linksklick und habe die Kombo aus dem Ausweichen heraus. Das ist dann so ein Stich. Das ist auch ganz nett. Man bekommt dann hier immer so eine Event-Truhe, wenn man so einen Raum abgeschlossen hat. Und da sind meistens ganz gute Sachen drin. So. Was haben wir denn da? Ein besseres Schwert. Gucken wir gleich mal rein, was das hat. Das ist auf jeden Fall in jedem Stat besser. Und wir haben Schildstoß drauf. Und den Zusatzperk Drachenritter. Erhalte weniger Gesundheit, 10% von jedem Stapel Drachenherz, aber erhöhe die Angriffskraft. Zu Drachenherz kommen wir gleich noch. Das werden wir auf jeden Fall nämlich gleich noch irgendwo finden. Das ist jetzt ein Fähigkeitenbuch. Hier können wir praktisch uns passive Fähigkeiten ausruhen oder unsere ultimative Fähigkeit. Ich würde sagen, wir nehmen erst einmal Lebensklinge. Wandle Gesundheit in Angriffskraft um, während du auflädst mit einem Umrechnungssatz von 30%. Stelle nach deinem Angriff allmählich HP wieder her. Das ist eigentlich ganz nice. Das nehmen wir mal einfach rein. Ist noch eine silberne Truhe. Da haben wir jetzt... haben wir hier einen magischen Orb. Man kann sich nämlich zum Beispiel als Roguelite-Mechanik erspielen, dass man auch die Waffen der anderen Charaktere finden kann. Und die sind dann praktisch wie eine weitere Fähigkeit, je nach Waffe. Und jetzt bei dem Magic Orb haben wir jetzt zum Beispiel hier so einen Kettenblitz, den wir auch casten können. Und das ist schon ganz nice.
Okay, den brauchen wir nicht. Der Kettenblitz kostet natürlich aber dann auch Mana. So, jetzt gucken wir, was hier unten auf uns wartet. Hier wäre vielleicht ein Kettenblitz gar nicht so schlecht, ne? Könnte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ballern, wenn man die Waffe verbessert. Oder auf einer höheren Stufe findet. Weil die Waffen haben auch alle verschiedene Stufen. Von daher ist schon ganz nice. Was haben wir hier? Nochmal ein Schild und Schwert. Ist auch wieder ein bisschen besser vom Damage und allem. Kommt aber darauf an, was da für eine Fähigkeit drauf ist. Wir haben Erdbeben. Erdbeben ist ganz nett. Das ist der Stun. Und explosiver Angriff. Chance während des Angriffs eine Bombe auf Feinde zu werfen. Ja, wieso nicht, ne? Hauen wir die hier weg. Wir haben aber leider noch kein Drachenherz gefunden. Ah doch, hier können wir ein Drachenherz kaufen. Das erhöht einfach unser Lebenslimit. Das kaufen wir uns auch auf jeden Fall. Und hier hätten wir noch eine Passivfähigkeit. Für 10 Sekunden den erlittenen Schaden reduzieren. Immunität gegen Kontrolle erlangen und Bewegungsgeschwindigkeit sowie Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Das ist jetzt eine Ultimativfähigkeit. Aber die ist ziemlich nice. Die können wir dann auf Cooldown ab und zu mal benutzen. Aber da muss man einfach schauen, dass man die sinnvoll einsetzt. Und diese Bomben sind nett, die machen mir auch keinen Schaden. Das ist einfach nochmal Bonus-Damage. So, jetzt können wir einmal gucken. Haben wir alles erkundet? Ja, wir können uns jetzt hier auch hin teleportieren, wenn wir da was nicht gefunden hätten. Und können eine Ebene weiter nach unten gehen. Dann haben wir hier das nächste Level. Hier können wir nochmal wieder ein Drachenherz kaufen oder eine Fertigkeit. Ich will im Endeffekt nach hinten raus sowieso beides haben. Das heißt, wir müssen noch Gold sammeln. Hier kommen jetzt noch ein paar Speerkämpfer zu. Aber auch nicht der Rede wert. Unser Kettenblitz und unsere ganzen Fähigkeiten, die ballern ganz gut, glaube ich, schon. Auf jeden Fall ein ganz interessanter Bild, auch gerade mit diesen Bomben auf Angriff. Gefällt mir das ganz gut. So, die sind gestunt. Dann sterben die auch relativ schnell. Kettenblitz rein. Und die hier haben halt nach vorne hin so Schilder, die so aussehen, als hätten die so dicke, ja, so dicke Eisendinger an den Händen. Wir nehmen das Herz mit. Hier gibt es dann auch so Fallen, in die man nicht reintreten sollte, ne? Aber sowas erklärt sich natürlich von selber. Oh, das war knapp, da hätte ich beinahe Damage bekommen. Aber wir sind dem nochmal ausgewichen. Das sind nämlich nicht meine Bomben, die roten. Also die mit dem roten Kreis. Meine Bomben sind auch rot, aber die mit dem roten Kreis sind nicht meine. Die sind von dem Mistviech da. Es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das hier ist jetzt halt normal. Ne? Aber es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich will mal das Leben aufheben. Es wäre wieder ein Schwert mit mehr Damage, aber weniger Glück. Geh doch weg und lass mich in Ruhe. Lass mich das Schwert angucken hier. Fertigkeiten verursachen mehr Schaden. Oh, das ist eigentlich sick, wenn wir so ein bisschen auf so ein Fähigkeitenbild gehen. Momentan sieht das ganz gut aus mit den Fähigkeiten, die wir haben. Das brauchen wir dann wiederum nicht. Weg damit. Wir hätten jetzt auch genug Geld, um uns oben das Fähigkeitenbuch zu holen. Müssen wir nur gucken, dass wir ein bisschen mit dem Mana haushalten. Ui, das war knapp. Hier in den ganzen Truhen und so an der Seite ist auch ab und zu was, aber auch nicht der Rede wert. Ich glaube auch der Mage, der ballert ordentlich. Also den kann ich mir echt gut vorstellen, dass der richtig Bock macht. Weil das macht ja jetzt schon Bock hier auf dem Krieger praktisch so ein paar Mage-Fähigkeiten zu haben, ne? Einfach schon cool. Oh, die sind in allen besser.
Blocke gegen Fernangriffe brauchen keine MP. Doch vom Damage und in allen ein bisschen besser, ne? Da kommen wir rein. Muss ja, ne? Muss ja mit rein. Oh, so. Na gut, dass diese kleinen Schleime One-Shot sind. So, das nehmen wir mit, das Gel. So, hier unten ist noch ein Shop. Hier wollen wir eigentlich auch wieder Herz-Unfähigkeiten-Buch. Drachenherzen erhöhen nicht länger die maximale Gesundheit, aber jeden Stapel davon steigert die Angriffskraft. Chance während des Angriffs, eine Bombe auf Feinde zu werfen, die nach 2 Sekunden detoniert. Kann ich das nochmal kriegen? Probieren wir es nochmal. Jetzt haben wir aber wieder zu wenig Geld, um uns oben noch das Fähigkeitenbuch zu holen, ne? Oder hatten wir das mit den Bomben auf irgendeinem Schwert oder so? Das kann auch sein, dass wir es auf einem Schwert hatten. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ah, da hätte ich mich nicht treffen lassen müssen. Die Bomben sind schon nice. Kann man nicht anders sagen. Kann mal die Ultimate-Fähigkeit suchen hier. Aber benutzen. Da seht ihr, der Attack-Speed ist jetzt insane mit der Fähigkeit. So. Und da war jetzt ein roter Gegner dabei. Die sind auf jeden Fall immer ein bisschen stärker. Das sind wie so Champions. So. Dankeschön für die große Truhe. So. Fähigkeitenbuch. Die Angriffsreichweite wird um 120% auf aktuelle Größe erhöht. Aber Reichweite hört sich schon ziemlich gut an. So, haben wir noch genug Geld für oben das Fähigkeitenbuch? Weil das will ich schon ziemlich gerne noch haben. Ach gut, da haben wir noch was vergessen. Da ist vielleicht noch ein bisschen Gold irgendwo versteckt. Weil ich glaube, das waren irgendwie 130 oder so, was wir dafür brauchen. Ne? Aber das kriegen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Gucken wir mal eben ganz kurz, wie viel wir da brauchen. Ach doch, reicht. 104 nur. Nice. Projiziere Flammenpfeile automatisch in die Nähe Umgebung, während du auflädst und verursache 70% Schaden. Die Zeit für Paraden wird verlängert. Dein Schaden steigt, wenn sich die Anzahl der Feinde um dich erhöht. Wir nehmen mal die Dauer der Paraden. Auch wenn ich das eigentlich immer ganz gut hinkriege mit dem Parieren. Das ist vielleicht relativ praktisch. Ist noch eine Truhe, was da drin? Ein Bogen. Ach, weißt du was? Brauchen wir nicht. Ich möchte gerne den Spell weiter haben, weil der ist echt praktisch. So. Die halten schon ein bisschen was aus, die Dickies hier, ne? Hier gibt es jetzt auch schon so Magier. Die sind auch ein bisschen nervig. Aber da machst du nichts. Außer draufhauen und sie töten. So, der Kettenblitz macht echt eine gute Arbeit. Hunde gibt es jetzt auch noch. Zwei blöden Zombies noch hier oben eben.
Aua. Stell 5 AP für jeden 10. getöteten Feind wieder her. Ein bisschen mehr. So, jetzt mal, wo ist das Schwert hingekommen? Das Schwert hin. Ricochet-Meister, verbrauche 17 MP, um den erlittenen Schaden auf nahegelegene Feinde abzulenken. Komm, probieren wir mal aus. Wenn das andere Schwert weg ist, dann nutze ich das halt. Dieser Charge ist schon nice nach dem Dash. Was dann da ein roter Dicker ist da. Der wird echt nicht schwach sein. So, weggebrutzelt. Tot ist er. So, das ist ein Upgrade-Buch. Hier können wir jetzt eine Fähigkeit verbessern. Wir nehmen bessere Bomben. Die machen dann 150% Damage. Das ist schon ziemlich insane. Oh, das war... ein bisschen risikoreich gerade. Mal eben die Heilung. Ist eine Truhe. Was kann das Schild? Das hat mich so ein kleines Mistvieh gehauen, ne? Das war ja echt unnötig. Erstmal ordentlich einen reinscheppern hier. Weg damit. Hier ist nix. Zombies können uns gar nix. So, hier habe ich relativ viel stehen lassen, glaube ich, am Anfang. Diese Event-Runen, die sind echt am Anfang ziemlich easy. Diese Bomben sind echt nicht verkehrt. Plus 19 Angriff. Angriff, füge vollständigen HP Gegnern 150% Schaden zu. Ja, voll rein damit mit dem Schild und Schwert. Natürlich Shepard. Aber ich finde den Charakter schon ziemlich nice mit dem Blocken. Ich habe schon einmal den Schurken gespielt, der kann aber leider nicht blocken. Hier können wir jetzt noch eine Waffe upgraden. Und das hier ist schon auf Maximalstufe, auf 5 jetzt für uns. Das heißt, wir können den magischen Ring verbessern zweimal. Und dann ist er schon um einiges besser und wird jetzt auch viel mehr Damage machen.
Das kann man später noch freischalten irgendwie. Und das hier ist einfach der Heal. Also der macht Leben und, glaube ich, Mana voll. Und jetzt wartet der erste Boss auf uns. Marcas. Hier ist ganz cool, die kann man reflektieren, die Dinger. So. Aber im allerersten Mal habe ich den viel, viel passiver gespielt, aber dem kann man eigentlich ganz gut ausweichen. Wenn man nicht so sehr greedy spielt, wie ich jetzt. Jetzt geht er in seine zweite Phase. So, und die ist halt interessant, aber hier kann man das meiste auch wegparryen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut ist, dass meine Parry-Time höher ist. Er hat uns sogar getötet. Das war aber jetzt, weil ich echt greedy war in dem Fight, ne? Aber wir haben jetzt Stefanie freigeschaltet. Wer auch immer das ist. Ich glaube, das ist die Magierin. Und dann gibt es halt hier Mechaniken, wo ich für meine Punkte, wenn ich jetzt den Boss bekämpft hätte oder besiegt hätte, hätte ich 2 so Punkte bekommen. Und die kann ich dann hier für so Passivsachen ausgeben. Dann finde ich unterwegs noch so Runen. Damit kann ich immer 3 Runen spielen pro Charakter. Ne? Die kann ich da reintun. Die haben halt verschiedene Formen. Und dann gibt es halt im Endeffekt 5 Charaktere. Und die haben wir jetzt gerade freigeschaltet. Ja. Und das ist es dann. Und das ist ein ziemlich nice Spiel. Wenn ihr wollt, kann ich dazu natürlich noch mehr Videos machen. Lasst es mich wissen. Und ja, schade, dass der Boss nicht geklappt hat. Da war ich einfach echt hart greedy. Habe das nicht vernünftig gespielt. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis dahin und ciao. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life.